Hallo und herzlich willkommen bei der JAX 2017 hier in Mainz. Bei mir ist Sebastian Springer von der Maiborn Wolf GmbH. Du bist Senior Software Engineer. Und JavaScript-Entwickler. JavaScript-Entwickler reicht. Und du hast gerade eben deinen Schnelleinstieg zu Angular gehalten, vor vollem Haus. Darin gibt es eine Übersicht über die Elemente und Architektur-Patterns von Angular. Was sind da die wichtigsten? Ja, also wie der Name schon sagt, es war schnell, es war viel und es war relativ intensiv. Die wichtigsten sind eigentlich die Komponenten, also dass die Leute verstehen, dass die Applikation eigentlich ein Baum von Komponenten ist, wo die Daten durchfließen. Das Ganze ist sehr reaktiv, sehr dynamisch, asynchron alles. Es ist darauf ausgelegt, dass es eigentlich mit jedem Backend arbeiten kann und sehr gut erweiterbar ist. Also die Applikationen sind nicht dafür gedacht, dass du jetzt 2 Monate dran arbeitest und dann wegwirfst, sondern das ist wirklich auch, du kannst sehr, sehr große Applikationen damit umsetzen. Mhm. Wie man gerade auch in der Session gesehen hat, ist Angular im Moment sehr beliebt, wird sehr gehypt. Welches sind denn so die Features, die das rechtfertigen, diesen großen Hype? Was sind also der Hype ist eigentlich kein konkretes Feature, sondern es ist eigentlich die Evolution von dem Framework. Du hast mit Angular 1 schon eine sehr, sehr weite Verbreitung gehabt. Du hast da sehr sinnvolle Patterns, wie zum Beispiel die Dependency Injection, die Testbarkeit. Das ist in Angular 2 fortgeführt worden, minus die technischen Fehlentscheidungen, die sie in der ersten Version gemacht haben. Also die haben viel ausgebügelt, eigentlich alles neu geschrieben. Die setzen jetzt auf TypeScript als Typsystem. Also es ist eine wirkliche Weiterentwicklung und die kann sich einfach sehen lassen. Mhm. Die Funktionsvielfalt ist natürlich sehr umfangreich, gerade für Einsteiger. Hast du vielleicht so ein paar Tipps für Einsteiger? Also der beste Tipp ist, fang klein an und fang mit einem konkreten Beispiel an. Setz dir irgendwie ein Ziel, bau eine kleine App mit Ionic und Angular oder bau eine normale Web-Applikation mit Angular. Da stößt man sehr schnell auf Probleme, die man dann durch Googlen, durch in den Code schauen, durch Stack Overflow relativ schön lösen kann und Learning by Doing. Also klar sollte man sich über die Pattern im Klaren sein, klar sollte man das Ganze verstehen, aber selber ausprobieren, selber machen ist einfach der beste Lehrmeister in dem Fall. Okay, jetzt habe ich das gemacht, ich habe damit angefangen. Hast du vielleicht einen Tipp, so ein Best Practice, was man vielleicht auf jeden Fall einhalten sollte? Ja, den Style Guide. Also es gibt, der ist ursprünglich von John Papa verfasst, ist jetzt eigentlich Bestandteil der Angular-Dokumentation und da steht eigentlich drin die ganzen Do's und Don'ts. Da ist erklärt, wie baut man Komponenten auf, was ist Namensschema und so weiter. Alles schön mit Beispielen unterlegt. Wie macht man es nicht, warum macht man es so nicht. Also es ist sehr, sehr hilfreich. Das ist eine Quelle, die sollte sich jeder mal anschauen. Mhm. Angular 4 ist ja jetzt gerade rausgekommen und Angular 5 soll im Herbst rauskommen. Was sind denn in den beiden Versionen, also jetzt Angular 4 und Angular 5, was sind da so die Highlights? Frag weniger nach den Highlights, sondern frag lieber nach der Kontinuität der Entwicklung und nach der Abwesenheit von den Breaking Changes. Weil das ist nämlich das, was sich die Entwickler wünschen. Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Frameworks, Performance-Verbesserungen, Verbesserungen in der Dokumentation. Und es ist ja mittlerweile auch so, die Versionsupdates sind nicht mehr dadurch gerechtfertigt, dass es dicke Breaking Changes gibt, sondern durch den Zeitverlauf. Angular ist jetzt auf Semantic Versioning richtig umgestiegen und sie haben gesagt, es gibt regelmäßige Updates. Es gibt Changelogs dafür und es gibt Migrationsguides, wo gesagt wird, okay, wenn du von Version auf Version gehst, wie kommst du da am besten hin, wie gehst du vor? Dass den Leuten so wenig Probleme wie möglich entstehen. Weil das Schlimmste zwischen Version 1 und 2 war, wir schmeißen alles weg, wir machen alles neu. Und es gab dieses schöne Bild von Controller, RIP und so weiter. Also die haben alles beerdigt und damit haben sie sehr vielen Leuten vor den Kopf gestoßen. Und das sollten sie hoffentlich tunlichst bleiben lassen. Und es gibt halt jetzt einfach zusätzliche neue Features, es gibt Performance-Updates, es gibt Security-Fixes und so weiter.
viel wichtiger. Weil wenn ich das Ganze im Enterprise-Umfeld etablieren möchte, wenn ich es in großen Applikationen nutzen möchte, gibt es nichts Schlimmeres, als dass ich mich ein halbes Jahr einsperren muss, um ein Framework-Update zu fahren. Und deswegen laufen auch ganz viele weg von Angular hin zu React und anderen Frameworks, weil es da viel Unsicherheit gab. Und damit räumen sie hoffentlich im Moment sehr stark auf. Okay, zum Schluss dann vielleicht nochmal zu deiner zweiten Session, die du hältst, über Microservices mit Node.js. Warum passen die so gut zusammen? Das ist ganz viel, erstmal die Sprache. Die scheren dieselbe Sprache und auch die Design-Patterns. Also du hast einen stark modularen Aufbau, du hast eine Entkopplung von dem Ganzen und was du im Frontend mit der Komponentenstruktur machst, kannst du natürlich auch im Backend mit den Microservices machen. Du hast entkoppelte Services, die an einer bestimmten Stelle integriert werden und sich im Frontend und Backend widerspiegeln. Dann vielen Dank, Sebastian. Ich danke dir. Und vielen Dank fürs Zuschauen.